Na gut. Dann machen wir das einzig Vernünftige. Wir gehen schlafen. Wir müssen auf jeden Fall tatsächlich die Ausdauer, wie beim letzten Mal ihr schon gesagt habt, die Ausdauer hochpowern mit unseren Punkten. So, neuer Tag, neues Glück. Wir gehen natürlich mit Schuhe und allem drum und dran schlafen. Du hast Punkte, die du vergeben kannst. Ich hatte das so schön auf die Tab-Taste gelegt, warum sich das jetzt wieder umgestellt hat. Ein Buch. Wissen. So, wir haben einen Punkt. Da stecken wir jetzt in Ausdauer, definitiv. Einfache Markise. Lager, Holz. Kupferstab, Holzstab. Wir haben ja schon eine Kiste, ne? Da können wir die mal rüber tun. Die CD können wir rüber. Das Wasser kann mal rüber. Steintrog können wir auch mal rüber. Die Hose kann auf jeden Fall mal rüber. Obwohl, die gibt Fähigkeit Stärke plus 5. Wie kann ich mich anziehen? Machen wir gleich mal, ne? Fähigkeit Stärke plus 5. Gummischrott. Davon haben wir da drüben schon was. Dieses hier. Lavendel kann hier bleiben. Alles sortieren. Sortiere die Identität. Ah, okay. Sag ich doch. Sag das doch. Aber wie kann ich mich anziehen nochmal? Muss ich das drinnen machen irgendwie? Weil ich würde gerne diese Hose hier ausrüsten. Ah. Habe ich die jetzt an? Und wo ist jetzt die andere Hose? Wo ist die andere Hose jetzt hin? Okay. Dann schauen wir mal. Von Owen. Ich habe einen Job für dich, wenn du ihn spannend findest. Ich brauche jemanden, der mir beim Auffüllen der Vorräte hilft. Und sind nämlich die Sandkarpfen ausgegangen. Was? Sandkarpfen? Mason hat mir manchmal Fische verkauft, da seine, jetzt deine Werkstatt in der Nähe einiger schöner Sandgruben liegt. Also dachte ich, du könntest auch Interesse haben. Was? 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 Liebe Andrina, wie du vielleicht weißt, wird unser alter Freund Mason uns bald verlassen und wir wollen ihm alles Gute wünschen. Wir planen einen echten Knaller. Morgen auf der Blue Moon Bühne 18 Uhr. Verpass es nicht. Okay.
Liebe Andrina, freu dich, denn das Wochenende ist da. Nein, nein, das bedeutet nicht, dass es Zeit ist zu faulenzen. Ganz im Gegenteil, es gibt nicht nur normale Aufträge, sondern auch die Zeit der Gildeninspektionen. Sondern es ist auch die Zeit der Gildeninspektion gekommen. Verdiene zusätzliche Rufpunkte für deine Werkstatt, indem du an Samstagen und Sonntagen in der Handelsgilde vorbeischaust, um Gegenstände zu inspizieren, die aus ganz Eufaula eingereicht wurden. Ich will nicht sagen, dass es ein Muss ist, aber du solltest dabei sein. Nur 2 Sterne oder höher bewertete Werkstattbesitzer können teilnehmen. Wenn du da noch nicht bist, dann sorg dafür. Dein Freund und Manager Jan. Ah ja. Und dann haben wir noch von Nia. Andrina, hey, Handwerker. Ah, es fühlt sich so super komisch an, dich so zu nennen. Ich glaube, ich bleibe einfach bei Andrina. Deine Ma hat gesagt, dass du schon wieder da sein solltest, aber mein Briefkasten ist immer noch völlig leer. War es falsch, dass ich Erwartungen hatte? Ich vergebe dir nicht. Ich weiß, dass du im Moment vor Trauer über den Verlust deines besten Freundes gelähmt bist, aber ich hoffe, dass du das überwunden hast und dich ein bisschen in Sandrock einleben konntest. In meinem Kopf gibt es nur Howdy und Waffen, aber wahrscheinlich ist es viel, viel langweiliger als das. Ich muss aber zugeben, dass es sich ohne dich ein bisschen komisch anfühlt. Ich war gestern sogar bei dir zu Hause, weil ich mir wie ein Trottel vorkam. Weißt du noch, wie wir früher zusammen gespielt haben? Wir gerieten immer in alle möglichen Schwierigkeiten. Ah, drüben in Sandrock hast du deine Sandbanditen. Wir hätten uns die Luftpiraten nennen sollen. Apropos, es gibt niemanden mehr, der mit mir Segelfliegen geht. Vor kurzem wurde das Mitfliegen wegen Gesundheits- und Sicherheitsbedenken verboten. Aber das hat uns noch nie aufgehalten. Wenn du uns besuchen kommst, was du unbedingt tun musst, können wir uns bestimmt heimlich rausschleichen und es tun. Ich hoffe, dass du es geschafft hast, deine Sehnsucht nach mir zu überwinden und ein paar Freunde zu finden. Keine besten Freunde, aber ich beobachte dich. Wie sind die Leute dort? Alles Jack-Boys, oder? Haha, ich erinnere mich noch an den Eindruck, den du von den Sandrockern gemacht hast, bevor du gegangen bist. Sehr witzig, aber ich hoffe, es ist nicht so. Diese Sandbanditen klingen gefährlich. Du musst vorsichtig sein, okay? Ich meine, ich mache mir keine Sorgen um dich oder so. Du schuldest mir noch 30 Golds. Mein Studium läuft übrigens sehr gut. Direktor Luo hat mir gesagt, dass ich ein echtes Händchen fürs Pflanzen habe. Ich hab's dir ja gesagt. Vielleicht sollte ich versuchen, so unabhängig zu sein wie du. Ich denke, ich könnte irgendwo in die wilde Einöde gehen und eine echte Botanikerin werden. Ich habe gehört, dass es drüben in Sandrock jemanden gibt, der studiert, wie man Pflanzen unter extremen Bedingungen anbaut. Ich weiß, du denkst, das ist super langweilig, aber es ist wirklich cool. Ich habe dir immer gesagt, wie ähnlich Pflanzen und Bauen sind. Aber ich schwöre, du hörst mir nie zu. Vielleicht kannst du mir eines Tages diese legendären Wüstenblumen zeigen. Da wir gerade dabei sind, ich muss mich um meine Blumen kümmern. Erinnerst du dich an die Orchidee, die ich gepflanzt habe, bevor du gegangen bist? Wenn du mich besuchen kommst, kannst du sehen, wie sehr sie gewachsen ist. Das wird dich daran erinnern, wie lange du mich schon im Stich gelassen hast. Das war nur ein Scherz. Ich vermisse dich, deine Freundin für immer, Nia. Tag 6, Sommer, Jahr 1. Ah, so macht man schlechtes Gewissen. Ich kenne das. Ich habe das auch schon getan. So. Jetzt brauche ich aber immer noch Stein. Brauche immer noch Stein. Ich will diese komische Quest mit diesem Dings fertig kriegen. Und Sandwürmer will ich nicht. Ich will nicht angeln. Wieso hat dieser blöde Kai schon wieder recht gehabt, Herrgott? Ich finde das nicht in Ordnung. Ups. Das war ich nicht.
Du angelst aber nicht mit einer Angel. Das macht nichts, das ist Angeln. Herrgott, so. Jetzt erstmal Steinschwert und Schild. Wir haben alles zusammen. Herstellen. Okay. Das haben wir erledigt. Das bringen wir mal weg. Dass das nicht auf Tab-Taste liegt, das nervt mich hier. So, auf die Schulter vergraben der Giganten. Das müssen wir noch machen. Mit dem Forscher sprechen. Das kriegen wir hin. Du wirst eine Sandfischfalle brauchen, um einen Sandfisch zu fangen. Stelle an deine Werkbank eine Sandfischfalle her. Will ich nicht. Herstellen. Sandfischfalle. Holz. Herstellen. Sandfischfalle. Alles. Habe ich. So. Was mache ich jetzt damit? Ich will dieses. Das ist nicht die Ernst, oder? Du wirst dann. Die Sandfischfalle ist fertig. Nutze die Sandfischfalle, um Sandfische mit den Ködern zu fangen. Sprich oben, wenn du genug Sandkarpfen hast, du kannst einen Ort zum Sandfischen östlich deiner Werkstatt finden. Östlich meiner Werkstatt. Also muss ich jetzt doch die Würmer mit. Habe ich die Würmer noch in der Tasche? Zweiundzwanzig. 20 müssen da rein, oder was? Östlich, warte mal. Ist hier auch irgendwie mal ein Kompass? Was ist denn? Das ist Norden, ne? Wahrscheinlich. Also östlich ist dort, oder? Ach Quatsch, da unten ist ja ein Kompass. Wie wäre es, wenn man da mal ranschreibt, wo man wohnt? Da, wo der Pfeil ist, ist Norden. Oder wie? Kann man diesen Kompass auch einstellen? Nein, die will ich. Ein reines Angespiel wäre für dich doch das Größte. Ja, das stimmt. Nicht. Ach, das ist jetzt ein See. Fange den schwimmenden Fisch. Um Schnellzugriff kannst du die Qualität deiner Sandfischfalle und die Qualität deiner Sandfischfalle. Und die Art und Menge deines Köders sehen. Du kannst den Schnellzugriff wählen, um jederzeit. Köder können gefunden, gesammelt und in deiner Werkstatt hergestellt werden. Oder einfach im Laden gekauft werden. Wenn Sie eine Sandfischfalle auswählen, wählen Sie den Zielmodus. Versuchen Sie, den weißen Zielkreis über deinen Fisch zu bewegen. Wenn Sie den Fisch aufleuchten sehen, dann ist es das Beste, Ihre Chance zu fangen zu machen. Aber ich muss da erst Köder reinmachen, oder was? Verstehe das nicht. Ich will nicht. Komm mal raus hier. Was war das? Steht aufgeben. Bestätigen. So, ich muss da jetzt. Ach du Scheiße, noch drei Weiße.
Nutze Köder. Nicht gekriegt. Da ist noch ein Köder. Vielleicht nicht mehr. Nicht erwischt. Du Schweineteil! Krieg dich! Sag's dir, krieg dich! Ha! Auch ohne Köder! Wie viel habe ich jetzt von den Dingern? 3. Hier habe ich doch jetzt die 3 Sandkarpfen. Oh Gott sei Dank! Was eine Katastrophe! Ah, geh doch nicht da rein! Ich habe ein dreiseitiges Memo darüber geschrieben, wie Peck effizienter arbeiten kann. Er hat es nicht einmal gelesen. Ah ja. Oh, ich habe noch wieder einen Punkt, glaube ich, ne? So, jetzt muss ich erstmal dahin. Eieieiei. Naja, Spaß ist was anderes. Das wird mir wahrscheinlich nie Spaß machen. Aber egal. Ich glaube, das wird mir nie Spaß machen. Angeln und Fische, das ist so Andrina und hohhackige Schuhe. Keine Ahnung nicht. So, wo muss ich das jetzt abgeben? Ach, da ist Owen. Hey, you really came hey, du hast wirklich geschafft. Du bist ein Lebensretter. Ich werde in Zukunft weitere Aufträge auf dem veröffentlichen. Also halte Ausschau danach. Hey, du bist einer der neuen Handwerker. Es ist mir ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin Owen. Ich betreibe den Blue Moon Saloon. Bist du hungrig? Ich habe ein paar leckere Gerichte dabei. Ich weiß, dass du nach einem Tag in den Ruinen einen ziemlichen Appetit entwickeln kannst. Komm jederzeit vorbei. Ich werde in der Nähe sein. Okay, jetzt habe ich da einen Fisch gekriegt, ne? Ach, du himmlischer. Kann das sein, dass mein Inventar schon wieder voll ist? Also das werde ich auf jeden Fall machen. Das nervt mich nämlich jetzt schon, dass das hier schon wieder... Ich will das nämlich... Kann man das nicht... So, raus hier. Eins der schönsten Dinge auf der Welt. Ach, Danny. Ich wünschte, ich könnte mit euch diese Fischbegeisterung teilen. So, dann haben wir jetzt noch die Quest mit, diese hier. Da müssen wir da hinten hin. Wart auf mich!
Lauf doch nicht weg! Oh, ja richtig. Nun erscheint, dass ich in klassischer Pen-Manier das Problem selbst gelöst und vergessen habe, dich zu informieren. Wir haben Burges Schwert und Schild gefunden. Sie waren unter seinem Bett. Das ist immer der letzte Ort, an dem man nachsieht. Habe ich recht? Bist du mit der Pudeldose gepudert? Ich habe eine Idee. Behalte es doch einfach. Nimm sie mit in die Wüste. Schwing das Schwert ein bisschen herum. Wer weiß, was du da draußen für einen Spaß haben kannst. Sicher, es könnte gefährlich sein, aber macht das nicht den Reiz aus? Hey, vielleicht bist du ja endlich derjenige, der den heimtückischen Logan und seine Bande zur Strecke bringt. Ha, das wäre mal eine tolle Sache. Naja, auf jeden Fall tschü. Na toll. Jetzt habe ich den Rotz in der Tasche. Kann man den ausrüsten? Nerv mich. Da. Angeln wirkt ja so beruhigend, außer bei Andrina, die regt sich dabei auf. Ja, das ist aufregend, nicht beruhigend. Warte mal, wenn ich da jetzt drauf gehe, ne? Oha! Okay, ich sehe. So, jetzt ist aber noch die vergrabenen Dingelskirchen. Mit dem Forscher sprechen, der ist dort hinten. Na gut. Halt! Was kann man nicht liegen lassen? Das geht gar nicht. Jetzt gibt's Hühnerklein, genau. Research Center. Dann gehen wir mal hier rein, ne? Schauen wir mal. Aber jetzt kann ich mich gegen diese alte Gockelhühner da richtig wehren. Nach oben. Ja, moin! Ein neuer Handwerker? Warum wurde ich darüber nicht informiert? Eine Datendisk? Erlaube mir, das zu erklären. Datendisks sind eine Art Speichermedium, das aus mehreren Schichten Polycarbonat besteht. Viele von ihnen enthalten zwar nichts Nützliches, aber einige enthalten Unmengen von Daten darüber, wie die alte Welt ihre Maschinen und Strukturen gebaut hat. Zugegeben, wir sind noch nicht technisch versiert genug, um extra exakte Nachbildung dieser Relikte herzustellen, aber mit Hilfe eines Handwerkers kommen wir dem schon recht nahe. Mit Hilfe von Datendisk kann ich Anleitungen für neue Maschinen erstellen, die du auf einer Montagestation konstruieren kannst. Ich habe immer eine Sammlung von Anleitungen und potenziellen Zukunftsplänen bei mir. Wenn du also was bauen musst, das nicht in deinem Handbuch steht, sprich mit mir. Bring mir ein paar Datendisks und ich gebe dir neue Anleitungen. Das ist ganz einfach. Komm wieder, wenn du mehr Datendisks hast. Okay, also diese CDs, die ich da in meine Kiste getan habe. Brauch das ich. Das geht gar nicht. Warte mal. Was ist denn, wenn ich auf Tab drücke? Schnell speichern. Bild aufnehmen. Oh Leute, das geht nicht. Ich krieg mittelschwere Lebenskrise. Einstellungen. Tastaturmaus. Ich habe das doch letztes Mal gemacht. Warum ist denn das jetzt wieder weg? Ich will mein Inventar öffnen. Mit B. Vergiss es, das wird mit Tab gemacht. Und hier machen wir dann B hin. So, übernehmen. Ja, schrecklich. Ja, jetzt habe ich mein Inventar. Das geht gar nicht. Rede nochmal mit ihm.
plaudern. Meine Krawatte. Oh, ich denke, die ist in Ordnung. Keinem wird das auffallen. Ich kümmere mich darum, wenn ich Zeit habe. Welche Krawatte? Was willst du? Siehst du mehrere Optionen, dann kannst du das CD-Symbol anwählen. Oh, danke für den Kaffee, liebe Sonja. Oh. Also Wiederverwerter, den haben wir. Ah. Ofen, Verarbeiter und Schleifer. Und dann können wir hier noch die Verbesserungen. Und hier? Trockengestell, Arbeitstisch, mittlerer Arbeitstisch. Ach du Scheiße. Wie viel brauchen wir denn da? Das sind ja ein paar mehr als nur diese paar CDs, die wir haben. Viele seltsame Geräte sind über dem Tisch verstreut, an den Wänden kleben Zettel. Bestätigung der Existenz des Multiversums. Versuch Nummer 501. Dunkle Materie und dunkle Energie 95%. Ah ja. Streng geheime Daten auf keinen Fall öffnen. Will aber. Will das aber öffnen. So. Jetzt kann ich nämlich auch über dieses Menü Papier Trockengestell. Kann ich nämlich jetzt auf Missionen, habe ich jetzt gerade keine. Wenn ich auf die Map gucke, könnte ich hier jetzt einfach, das ist der Termin aus Schatten gemacht. Wo war ich jetzt? Ich bin jetzt dort. Also runter wieder. Museum. Katori. Ah, du bist ein neuer Handwerker. Es ist schön, dich kennenzulernen. Ich bin Katori. Ich denke, wir werden in Zukunft viel zusammenarbeiten. Ich versuche, Sandrock wieder zum Juwel der Wüste zu machen. Mit meinem goldene Ganzunterhaltungsspektakelkomplex. Das ist ein Zungenbrecher. Das muss besser formuliert werden. Wie auch immer, selbst wenn du keine Ahnung hast, wovon ich rede, komm vorbei und hab Spaß. Hier sind ein paar Token, mit denen du anfangen kannst. Was ist das, Spielhölle oder was? Oh, die Maulwurf? Nee. Ich will nicht, hau den Maulwurf.